Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich nochmal auf den Namen Maverick getauft und wir sind hier wieder gemeinsam unterwegs mit dem Scania im Euro Truck Simulator auf unserer Reise durch Europa. Sind gerade auf Sardinien, haben hier gerade ein paar Gabelstapler abgeliefert. Ja, mal gucken, wo wir als nächstes so hinfahren. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Sardinien. So, wir sind auf Sardinien. Nach Olbia kommen wir nicht. Wir fangen einfach einen Umweg über Olbia, aber dann haben wir nämlich da, kriege ich nämlich mein Achievement. Das mache ich einfach gleich. Es sei denn, ich habe jetzt einen Auftrag ab Olbia. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht. So. Sassari Catania, ein Radlader. Hier war doch gerade irgendwas da. 26.000 nach Spanien rüber. Hui. Oder hier, 22.000 rüber nach Mazedonien, einmal quer durch Italien. Haifa, Israel. Wollen wir mal richtig Langstrecke fahren? Nach Israel runter mit Veal, was auch immer Veal ist? Oder Betten nach Aschdod? Gut, ist relativ viel Fährfahrt dabei. Aber das könnte man mal machen, oder? Mal schön Langstrecke fahren, richtig Langstrecke. Einmal runter nach Israel. Weil mich das sowieso interessiert, wie es da unten aussieht. Also auf jeden Fall müssen wir natürlich vorher die Kurve über Olbia machen. Dann kommen wir in Neapel raus, rüber nach Rom, nach Bari. Von Bari rüber nach Igum Gesundheit. Kann ich nicht aussprechen. Thessaloniki und dann rüber nach Israel. 22.000, 26.000. Das ist ein bisschen mehr hier. Strecke ist aber auch länger. Nach Haifa. Ja, komm, den machen wir jetzt. Das machen wir. Einmal rüber nach Israel. Drive safe. I always drive safe, my friend. Ich glaube, mein Stuhl ist zu weit vorne. So. Ja, den sollten wir auch noch anschalten hier. Einmal nach Israel. Warum nicht? Turn left. Go straight. Turn left. Was recht cool ist, sollte ich mir jetzt wirklich ein G29 mal holen. Es gibt für das G29 wohl noch so ein Mod-Ding. Dann hast du richtig Blinkerhebel und Wischerhebel dran. Was ich recht cool finde. Was bei allen Rennlenkrädern fehlt, weil die alle nur für Rennspieler ausgelegt sind. Wo du sowas ja nicht brauchst, aber gerade hierfür wäre das cool. Weil halt auch jetzt ich die Schaltwippen zum Beispiel. Ja. Die Schaltwippen zum Beispiel nutze ich hier. Also das ist die rechte Schaltwippe und die linke Schaltwippe ist das Fernlicht. Wenn ich ein Licht an hätte. So, da fände ich es dann doch wieder cooler, wenn man richtige Lenkschockschalter hätte. Das fände ich ziemlich cool. Turn left. Mal davon abgesehen, dass man da auch cool dann Landwirtschaftssimulator mitfahren könnte. Turn left. Here we are. Open up. Safe and sound. I want to get in. So, das war glaube ich kein Dings, ne? Das war so einer, ne? Genau. Kühlung von Dings. Da. Rolf H. Peters stand da drauf. Das ist doch, ist das der da? Nee. Dann ist das der ganz letzte. Der Kühllaster. Der da? Ist das der? Der ist es. Aber wie gesagt, wir fahren noch eben den Umweg über Utrud. Oder wie das hieß da. Time to hit the road. Yep. Wir wollen aber eben noch über. Ne, Olbia hieß das, genau. Wir wollen noch eben über Olbia fahren. Weil ich möchte ja gerne meine Dings haben. Und dann könnten wir aber eigentlich hier draußen mal Landstraße. Wir fahren einfach mal ganz cool Landstraße außen rum. Warum nicht? You've got the contract. Now go. Hm? Auf geht's. Trailer ist dran. Auf nach Israel. Mal gucken, da bin ich echt mal gespannt, wie das da aussieht. Das da wirklich Wüsten? Ich weiß nicht, wie sieht Israel aus? Ja, Wüste, oder? Turn right. Ja, ich try to turn right. Ist nicht so einfach mit dem LKW. Turn so, left. Das Ding machen wir zu hier. Kommt nix. Ah, oh, da kommt was! Entschuldigung! Der
Passat sieht eher aus wie ein Volvo, aber ist okay. Bisschen so, als wenn sie dann der Sohn vom Passat und ein V50. Na gut. Ja, ich finde halt die ganzen Lenkräder. Ja, machen wir. Ich finde halt die ganzen Lenkräder, die man so kaufen kann, 90% davon oder eigentlich alle haben zu wenig Knöpfe. Weil, was brauche ich denn? Ich brauche einen Tempomaten, ich brauche Blinker, ich brauche eine Hupe, ich brauche Licht, also Fernlicht, Lichthupe nicht unbedingt, aber Fernlicht brauche ich. Ich brauche ja allen möglichen Spaß dabei, ne? Go straight. Oh, eine Straßenbahn. Ich bin mir sicher, dass die hier einfach mit Schwung drüber ballern dürfen. Bin ich mir absolut sicher. So entstehen nämlich auch immer diese ganzen Videos auf YouTube von irgendwelchen Leuten, die von der Straßenbahn weggemangelt werden, weil Straßenbahnen dürfen das. War das denn? Irgendein Spiel gab es mal. Mafia, das erste Mafia. Da stand irgendwo. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Ladebildschirm stand oder ob es nur in der PC Games stand. Da stand drin, Straßenbahnen halten nicht an. Für niemanden. Die haben auch nie angehalten. Für niemanden. Die haben dich platt gemacht. Eiskalt. Was darf man denn hier über Land? 70? So, 74. Hier schön durch die Olivenberge. Also ich gehe mal davon aus, dass es Oliven sind. Auch recht schick gemacht hier. Ja, gefällt mir wohl. Warning, sharp corner. Okay. Ach, guck mal, jetzt fahren wir hier schön durch die Serpentinen. Gleich fahren wir bestimmt da unten irgendwo. Können wir die Straße schon sehen? Ne, kannst du nicht. Aber wir fahren gleich bestimmt da unten irgendwo. Da vorne, da ist die Straße, wenn ich das richtig sehe. Oh, jetzt ein LKW ohne Spiegel. Ach nee, das ist bloß so eine Ausfahrt hier. Da ist die Straße. MB-Truck. Erwähne ich schon, dass ich der Meinung bin, dass irgendwie die Hälfte der Ladung hier aus dem Landwirtschaftssimulator importiert wurden? So, gefühlt? Ich konnte die Straße nie sehen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ob die Schilder hinführen sollen. Das ist also Sardinien. Hm? Hier sind wir in Perfugas. So, wir sind innerorts. Da muss man bestimmt 50 fahren, ne? Auch in Italien bestimmt. Ich kenne jetzt die Verkehrsregeln in Israel nicht. Da müssen wir gleich nochmal lernen. Ausbilder fragen, wer der war da mal. Aber ich war da noch nicht. Uphill. Ach guck mal, das ist doch süß hier. Süßes kleines Dörfchen. Oder ist es schon eine, das ist wahrscheinlich schon eine Stadt. Schön. Bedingt durch die Texturqualität im Spiel sieht das teilweise alles ein bisschen runtergerockt aus. Aber ansonsten ist das echt alles ganz schick. Ich meine, vielleicht sieht es da auch ab und zu so ein bisschen runtergerockt aus. Das kann ja sein. Aber ansonsten ist das ganz schick, finde ich. In Perfugas. Servizio. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Olbia, da wollten wir hin. Oh, ich hätte blinken sollen, egal. So, den
auf eine Fähre gleich. Einmal quer durch Italien, dann rüber nach Griechenland oder Mazedonien erstmal. Von Mazedonien dann ab nach Griechenland und von Griechenland ab nach Israel. Die sollten die Karte noch erweitern, bis von mir aus rüber, bis nach, also Nordafrika-Karte, den Nordafrika-Bereich oder Middle East sollten sie um Nordafrika erweitern. Get ready to turn right. Quasi rüber bis nach Tunesien, von mir aus auch bis Gibraltar. Wenn dann Spanien irgendwann mit reinkommt, das wäre ganz cool, da kannst du halt Gibraltar rüberfahren. Das fände ich cool. Geht's hier geradeaus? Nein, geht's nicht. Hui. Ah. Errungenschaft freigeschaltet. Einmal um die Insel. Alle drei Städte auf Sardinien befahren. Ich weiß gar nicht, ob er die Errungenschaften anpasst an den Mod, den man drauf hat. Ich habe das Gefühl, ja. Weil ich meine, dass mit jeder Pro-Mods-Erweiterung... The first exit, okay. Weil ich meine, dass mit jeder Pro-Mods-Erweiterung meine Skandinavien-Erkundungstour im Schnitt gesunken ist. Weil sie da jedes Mal irgendwie eine neue Stadt mit reingehauen haben. Get ready to turn right. Ja, mache ich. Aber erstmal ist da eine rote Ampel. Ah, jetzt ist die Ampel grün. Siehst du, man muss nur meckern. Moment, das hatten wir schon mal. Wo hatten wir das noch? War Thunder, genau. Man muss nur meckern. Dann lädt das Spiel auf einmal. Second Exit, also gerade rüber, wa? Exit now. So, und hier links. Turn left. Yes, sir, I turn left, my friend. Cargo Truss. Get ready to turn right. Okay, I get ready to turn right, my friend. Yes. Turn right. Cool. Da ist der nächste Bot, der mich famous machen möchte. And here you go. Blockieren. Weg ist er. Zack. Please turn on JavaScript and reload the page. Okay. Nee, die Dagger hat hier nicht. At the roundabout, take the first exit. The first exit, jawohl, ja. Ich habe so das Gefühl, dass die Bots, die gucken immer, wenn du so ein kleines Achievement gerade erreicht hast bei Twitch, und dann kommen sie angeschissen und wollen dir was verkaufen. Ich habe nämlich gestern, habe ich glaube ich meinen 10. Follower gekriegt, und bums, kommen wieder die Bots angeschissen. Die kamen letztes Mal nämlich auch, nachdem ich irgendwie meinen 5. Follower oder so gekriegt habe. Dann kommen halt die ganzen Bots angeschissen und wollen dir Scheiß verkaufen. Wollen dir Follower verkaufen und Views und so ein Mist. Tja. Ich weiß nicht, ob es Bots sind. Vielleicht setzt sich doch tatsächlich einer hin und macht sich die Mühe. Oh, ich bin schon wieder zu schnell. Sie ist ja voll lauter Gelaber, aber hier ist ja eh Autobahn. Vielleicht setzt sich da auch wirklich einer hin und macht sich die Mühe, die Leute da anzuschreiben. Kann ja auch sein. Aber. Nein, ich finde sowas geht nicht. Das ist, weiß ich nicht. Nee. Wer sowas macht, ist, nee. Das ist wie Cheaten. In meinen Augen ist das genau wie Cheaten, sowas zu kaufen. Entweder ich mach's richtig, oder ich mach's gar nicht. Da irgendwie jetzt so zu bescheißen, weil man meint, man kommt damit schneller voran. Du kommst ja nicht schneller voran. Dann hast du vielleicht so und so lange ein paar Follower. Ja, toll. Aber deine Views gehen ja, deine Views gehen auch hoch, aber du wirst ja bezahlen müssen über die Zeit dafür. Und das ist doch
Blödsinn. Du kriegst vielleicht kurze Zeit, kriegst den Push. Und dann wollen, werden die Geld haben wollen. Wenn die sagen, hier, komm, zahl, 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 zahl. Das lohnt sich doch nicht. Aber wer meint, er muss das, muss sowas kaufen. Muss sich Views kaufen, muss sich Abos kaufen, muss sich, keine Ahnung, sei es auf YouTube, sei es hier, sei es sonst wo. Ja, der ist halt ein armes Würstchen. Wer das nötig hat. Dazu müsste, damit man das nötig hat, dass ich das rentieren will, müsste man ja quasi von Anfang an nur auf Twitch setzen und keinen normalen Job haben. Dann, dass man die Not wirklich hat, das zu müssen. Aber wenn du meinst, von 0 auf 100 zu kommen mit Twitch ohne noch einen Job nebenbei, musst du ja sehr gut sein oder sehr, sehr naiv, davon leben zu können. Auf Anhieb, ohne sich jahrelang eine Community aufzubauen. Oder auch mit YouTube. Das funktioniert ja nicht. Keep right and then exit right. Ich meine, nach der Logik müsste ich ja. War das jetzt seit knapp 1,5 Monaten? Müsste ich jetzt ja 5 Millionen Zuschauer haben. Wenn man da so schnell durchstarten könnte. Habe ich aber nicht. Wahrscheinlich, weil ich scheiße bin. Wahrscheinlich ja. Ich bin einfach nicht gut. Ist mir aber egal. Ich habe Spaß dabei. Und wenn ein paar Leute auch noch Spaß dabei haben, mir dabei zuzugucken, dann finde ich das schön und das reicht mir. Klar, wenn da irgendwann mal ein paar Euro von abfallen, ist das auch schön, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Zocken tue ich sowieso, da kann ich auch nebenbei streamen. Ist jetzt ja nicht so der Mehraufwand. Außer natürlich, wenn ich dann das Ganze doch für YouTube oder so zusammenschneiden will. Das ist dann natürlich schon Mehraufwand. Da geht's zu. Pfui! Get ready to turn right. Get ready to turn right. Yes, sir. Turn right. Nach Cagliari, ne? Ja, ich glaube Cagliari war die Fähre rüber nach Neapel. Da müssen wir von Neapel aus zurück nach müssen wir einmal quer rüberfahren. Und dann auf der Fähre nach Mazedonien, einmal Mazedonien, Griechenland durch, von Griechenland aus dann nach Israel. Jetzt habe ich aber genug Cash für die Fähren. Ah, 33.000, das soll wohl genügen. Wäre jetzt bitter, wenn wir da vor der Fähre stehen und Kredit aufnehmen müssen. Straight. Go straight? Kann man da hoch? Ne, ist auch zu, ne? Ja, schade. Israel müssen wir gleich bestimmt durch den Zoll. Aber Makedonien oder Mazedonien wahrscheinlich auch. Oder gehören die mittlerweile zur EU oder zum Schengen-Raum? Go straight. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, wir finden es raus, würde ich sagen. Oh, hier ist mittlerweile 70. Huch, wo geht's da? Dicker, fetter Tunnel auf einmal in den Berg rein. Okay. Das war bestimmt hier der geheime Atombombenkopf von der italienischen Regierung. Oder vom Papst. Wobei, nee, vom Papst ist zu weit weg. Er hat auch hier, wie heißt das? Gandolfo oder so? Irgend so ein Dings da, oder? Soll ich auch schon wieder tanken? Nee. 3000 Kilometer, 85 Stunden. Gut, dass die Hälfte davon Fähre ist. Sonst wären das 8 Videos. Aber da werden wir auch noch irgendwann hinkommen, wenn wir quer durch Europa dümpeln.
komplett von Nord nach Süd. Einmal von Reykjavik bis nach Spanien oder von Reykjavik nach Haifa. Carre de Doux. Carre de Doux? Carre de Doux? Go straight. Ich weiß es nicht. Warum fährt der unter 50? Kann er wieder über 50 fahren? Ach, der fährt tatsächlich unter 50. Go straight. Jo, Muckwi. Kannst natürlich auch nicht überholen, ne? Zumindest nicht mit dem LKW. Weil die Kurven auch für den PKW zu eng sind zum Überholen hier. So, biege ich mal links ab. Kockel. Oder Ockel? Steht denn da oben? Ah, bin zu nah dran, kann ich nicht. Meine Dachstrahler sind schon wieder aus, kann das sein? Ja. So. Ockel. Ich glaube, ich muss gleich mal die Katze rausschmeißen. Die prügelt sich schon wieder mit dem Hund. Turn left. Hui! Get ready to turn left. Yes, sir. I get ready to turn links. Turn left. So, macht er mir den Stummel da jetzt mit frei oder muss ich da gleich nochmal... Ah, da kann ich gar nicht reinfahren, gut. Sehr schön. Ich glaube, es geht steil hoch. Ich komme nicht voran. Kommt da was von vorne? Nein, dann können wir die Kurve ein bisschen schneiden. Turn right. Hier ist doch gar keine Kreuzung. Ach, hier war mal. Hä? Wegelagerei. Geht das schon wieder los hier? Wegelagerer. Carabinieri sind auch nicht besser als die in Polen. Und wo war das andere, wo ich gesagt habe, das sind Wegelagerer? Ungarn? Überall gleich. Skandal sowas. Alle einsperren. Aber das ist doch eine schöne Straße, wenn man sich das hier auf dem Navigationsgerät mal anguckt. Da schön viele Kurven. So, das ist doch mal herrlich. Und es geht richtig hoch. Das geht richtig hoch hier. Was haben wir hinten drauf? Wie viel Tonnen? 23 Tonnen Veal. Was auch immer Veal sein soll. Vielleicht ist das irgendeine spezielle Maschine, die man in Israel braucht. Aber wir werden schneller. Wir werden wieder schneller. Wir sind fast oben. Ab, sehr schön. 50 km/h, auch sehr schön. Zack, wieder die Automatik rein. Und wenn das hier so steil bergab gehen soll, ich stelle den mal auf 40, bevor ich den Salto mache. Wenn ich nämlich auf 40 stehe, dann kann der Retarder mich nämlich da runterbremsen. Jetzt geht es aber doch wieder bergauf, oder? Stell ich noch 50, dann bin ich bei 60 oder so, bis der Retarder mal richtig greift. Ich glaube, der greift ab 5, 6 km/h erst. Der Auto-Retarder. Oder der Tempomat bremst erst ab 5, 6 km/h. Und der haut dann ja auch noch einen Retarder rein.
Was fahren wir jetzt? 42, 43 oder was fahren wir jetzt? So um den Dreh, ne? Noch langsamer fahren. Hier geht's doch wieder bergauf, das sehe ich doch. Ja. Hier geht's wieder bergab. Ja, so eine vernünftige Motorbremse, die bringt schon was. Ich trete nicht auf die Bremse, ich habe nur den Tempomat drin mit dem Retarder jetzt. Aber ja, mal gucken, ob man den Mist auch noch zum Stehen kriegt, ne? San Gregorio. Ibims, der heilige Gregor. Get ready to turn left. Turn left. Ui, das geht immer noch so runter hier, wa? So, da kommt der Retarder wieder. Funktioniert aber gut mit dem Ding. Ich will ganz kurz was nachgucken. Moment. Ja. Weiter geht's. So, hier gehen wir wieder auf 50 hochbeschleunigen in der Ebene. Da ist er nicht mehr so kritisch. Schon wieder ein Amazone-Profi-Hopper. Zwei Stück sogar. Oh, die Sonne geht so schön unter dahin. Könnte man glatt mal anhalten. Oh, ist das nicht herrlich. Schön. Gegend ist auch schön gemacht, muss ich ja wirklich sagen. Ich finde das echt schick hier. Der ganze Pro-Mods, das ist so eine Aufwertung für dieses Spiel. Selbst mit der alten Kartoffelgrafik von, keine Ahnung, wann ist denn das Spiel? Ist das auch schon 6, 7 Jahre? Bestimmt schon, oder? Oh, das habe ich gekauft, das Spiel. Habe ich da schon... Oh Gott. Müsste ich lügen. Ich glaube, da habe ich noch in... woanders gewohnt. Und ich wohne schon ein paar Jährchen hier. Ich meine, da habe ich noch... Oder habe ich sogar da noch, sogar noch ganz woanders gewohnt? Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das ja auch schon ein paar Jährchen älter. Aber es macht immer noch Spaß. Es ist ein entspanntes Spiel. Ganz schön entspannt hier durch die Landschaft zuckeln. Schön hier bergauf, bergunter. Das da hinten. Ja, da hinten ist schon der Hafen. Das ist doch da, oder? Ich bilde mir ein, dass das der Hafen ist, wo wir aus der Fähre rausgekommen sind dahin. Weil da fahren wir jetzt ja wieder hin. Get ready to turn right. Ah ja, ist er. Und 40 zu turn right, sagt er, ne? Ja. Autobahn. Turn right. Autostrada. Oder wie heißt das bei den Italienern? Ja, Autostrada hieß das, ne? Nach Cagliari. The Road to Cagliari. Aber eigentlich sind wir on the Road to Israel. So. Upsi. Hier dürfen wir wieder 80? Ja, dürfen wir. Pedal to the metal. Gang runterschalten. Noch ein. Und die Automatik wieder rein. Ja, das finde ich ein bisschen schade, selbst wenn du hier, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber früher war es immer so, wenn du hier gesagt hast, hochschalten vorgeben, dann hast du hochgeschaltet und bums, hat das Spiel entschieden, dass es wieder runterschalten will. Und andersrum genauso, wenn du bergauf gefahren bist und er hat zwei Gänge runtergeschaltet, du gesagt, okay, wir schalten nochmal drei Gänge runter, damit wir da hochkommen.
Muss ich mal ausprobieren, ob es mittlerweile vielleicht besser geworden ist, aber da konntest du die Automatik go straight. Manuell fahren. Oder nicht von Hand runterschalten. Jetzt ist ja auch so, wenn ich bei Automatik runterschalten drücke, dann geht er leerlauf. Was ich jetzt auch nicht so toll finde. Das ist ein bisschen, naja. Na gut, dann schalte ich halt auf manuelle Schaltung um, das ist ja nicht das Problem. Cagliari. Ah ja, genau, hier ist wieder für 5,50 Meter, dann ist da vorne wieder für 5,70 Meter. So ganz komisch war das hier, ne? Ach guck mal, müde werden wir auch, gut, dass wir gerade auf die Fähre fahren. Dann können wir gleich unser Nickerchen noch machen. Dann einmal quer durch Italien durch. Und dann. At the roundabout. Take the second exit. Okay, my friend. Yes, yes. Warum blinke ich beim Reinfahren in den Roundabout? Exit now. I'm exiting, my friend. Yes, yes. Fuffig. Ja, fuffig fahren wir ja auch. Er anscheinend nicht, weil ich überhole ihn ja. Los, wird grün. Funktioniert nicht, keine Kamera dran. Ach guck mal, Italien kennt die Gelb-Rot-Phase nicht oder habe ich sie übersehen? Oder haben die eine Grün-Rot-Phase? Eine Grün-Gelb-Phase. Bin noch nie in Italien Auto gefahren. Antioccio. Da geht's aber nicht hin. Aber so wie sie die Brücke ausgebaut haben, da hinten planen sie da auch nochmal hinzubauen. Könnte ich mir vorstellen. Was hat er denn da drauf? Holzkisten. Ich glaube, das ist ein MAN. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Warum fährt der so langsam? Ach, weil hier 40 ist. Entschuldigung. Warum hält er sich an die Verkehrsregeln? Aldi, oder? Ja, Aldi. Aldi Süd. Alle, die da drauf stehen. Da ist unser Dampfer. Siehst du, hab ich doch gesagt. Das ist unser Hafenterminal, was ich vorhin gesehen habe. Da liegt die Fähre. Einmal rechts ab. Vorne? Nee. Yolo Lines. And then turn right. Geradeaus. Ja. Und jetzt Yolo Lines right, ne? Turn right. Kann ich nicht. Das ist eine rote Ampel und ein Transporter im Weg. Guck mal, der hat einen Beifahrer da. Ach, das war wieder die tolle Einfahrt, die so schmal ist. Boah, schmal ist gut, ne? Aber mit dem Oversize oder mit einer Schwerlast brauchst du hier nicht langfahren. Oh, habe ich schon wieder Fernlicht an? Ich böser Bube? Ne, habe ich gar nicht. Das Ding ist bloß so überbeleuchtet. Türrumpel. Na? So. Auf nach. Was haben wir gesagt? Palermo, ne? Ne, Neapel. Palermo lohnt sich nicht. Wenn, dann müssen wir nach Neapel fahren, ja. So, weiter geht's auf der Reise nach Israel. Warum mache ich den Motor aus? Achso, weil er schon an war und ich da nicht mit gerechnet habe. Naja, ist okay. So. Auf geht's. Kommen wir denn hier raus? Hier rechts an vorbei, okay. Huiland.
Schön. Man könnte jetzt natürlich nochmal in die Fähre reinfahren und gucken, ob das jetzt immer noch 14 Stunden sind. Wahrscheinlich sind es nur noch 11. Hier rein? Nee. Turn right. Hier rum, okay. Hui. So, man hätte natürlich auch einfach da hinten lang fahren können, aber. So, links. Ran ans Stoppschild? Ja. So. Stoppschild. So, Autostrada. Mal gucken, dass wir die Kurve weit genug nehmen, dass wir nicht hier den Auflieger hinten gegen die. Ja. Ist ein bisschen eng für eine Hafenausfahrt. Muss ich jetzt mal so sagen. Hätte man besser machen können. Aber gut. Mal gucken, ob wir es quer durch Israel, durch Italien durchschaffen. Bevor wir wieder Pause machen müssen. Der Tank ist noch voll. Würde mich interessieren, wie viel Stunden Fähre wir gleich fahren. Das waren jetzt ja schon 14. Und nach Israel ist ja noch ein ganzes Stück, ne? Einmal da quer übers Mittelmeer rüber. Ich sage, wir lassen uns mal überraschen. Oh, hier ist ja immer noch 40, verdammt. Das sieht aus wie eine Autobahn. Jetzt ist 80 oder was? Ach, jetzt wo es schmal wird, da ist 80. Naja. Happy Birthday. Jetzt ist 50. At the roundabout, take the first exit. Jawohl. Exit now. Jawohl. Exiting. Ja, machen wir. Nach Bari. Einmal ganz rüber, wir wollen ja der Carabinieri hier nicht die Füße abfahren. Und dann wieder ab in die Telepassspur, weil ich habe nämlich keine Lust anzuhalten. Passt das? Sehr schön. Vollgas. Nordroma, ne, nach Pescara müssen wir, glaube ich, ne? Ich glaube, wir müssen geradeaus durch. Das waren wieder die bösen, bösen Zinsen. So ist das halt, wenn man einen Kredit aufnimmt. Naja, den muss man abzahlen. Ich meine, so ein Kredit von 400, ne, was waren das? 150.000 mal eben in 3 Tagen abzahlen, 35 Tagen abzahlen. Hey, ich wäre froh, wenn ich das könnte. Dann bräuchte ich keinen Kredit. Ist halt ein Spiel. Hättest du dann den Monat gewartet und hättest du dann den LKW gekauft. Mal eben 4.000, was sind das? Was zahle ich jetzt am Tag an Kredit? 4.000, 5.000? 5.000 an Kredit täglich zurückzahlen? Ja, bräuchte ich keinen Kredit. Nein. Da bräuchte ich auch nicht überlegen, ob ich mir das G29 hole. Dann hätte ich mir das schon lange geholt. Oder etwas noch teureres. Dann wären es auch keine 327 Zöller mehr. Dann wäre es was Größeres. Wobei viel größer ist eigentlich schon fast nicht mehr schön.
3x27 Zoll ist eigentlich von der Bildfläche her meiner Meinung nach das Beste, was du haben kannst. Wenn wir jetzt mal von VR absehen, ne? Aber größer brauchst du echt nicht. Ja, vielleicht noch 5 Stück, dass man halt wirklich 180 Grad Sichtfeld hat, aber... Aber für so ein Triple Setup brauchst du eigentlich nichts Größeres. Weil ich auch so schon den Kopf relativ weit drehen muss. Also wenn ich jetzt auf den linken Bildschirm ganz zur Ecke gucke, dann dreht der Tracker eher sich sonst wohin. Wenn ich nach rechts gucke, also wenn ich wirklich auf den rechten Bildschirm gucke, dann gucke ich hinter mich. Deswegen. Also mehr wie 3 oder mehr als 3 nebeneinander. Pff. Ist dann auch nur noch Spiel. Ich meine, so ist es so auch nur Spielerei. Wobei es bei Shootern echt geil ist, wenn du Shooter hast, die das unterstützen. Und du kannst einfach mal um die Ecke gucken. Oder auch so wie hier jetzt, ne? Ich brauche, wenn ich um die Kurve fahre, ich gucke so und ich kann die Spiegel alle sehen. Die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, den da. Aber ich kann jetzt halt wesentlich mehr noch, ne, so auch. Ich kann halt neben mich gucken, das ist schon ziemlich cool. Bei einigen Spielen, die dann nicht drauf ausgelegt sind, kannst du dann durch die Wand gucken. Also ich weiß mal, dass ich bei Payday 2 damals dann halt, ich konnte quasi alles sehen. Konnte durch Wände gucken teilweise, wenn ich dich genau damit gestanden habe. Das ist dann doch wieder ein bisschen blöd. Aber das ist halt, weil die Engines nicht gut programmiert sind. Oder weil die dann nicht mit rechnen mit sowas. Das Spiel gibt's aber her. Aber gut. 90. 90 stand da doch! Oh, Hilfe! Ai! Boah! Das ist viel zu schmal, der Wohnwagen. Das sieht voll unrealistisch aus. Ist das wohl eine dauerhafte Baustelle oder ist das so eine, diese da, die hier jetzt so als kurzfristiges Ereignis reingepatcht, reingebaut wurde? Warum will der immer so aus dem Keller rausschalten? Bleib doch mal ein bisschen Drehzahl, dass du auch beschleunigen kannst. Bringt da nichts, wenn du. Nee, die Drehzahl absacken lasst bis in den Keller, dann hast du keine Kraft mehr. Was sagt denn jetzt, wie lange fahren wir noch? 66 Stunden. Na, guck mal, die ersten 1000 Kilometer haben wir mal eben in einer halben Stunde abgerissen. Da läuft, wa? Wir sind gut. Wir sind richtig gut. Ja, ja. Roms hat's gesagt. Das war mein Handyphone. Ah, guck mal, New Holland ist auch mit drin. Ah ja, Trecker von New Holland hatten wir auch schon, ne? Das waren gerade New Holland Ballenpressen. Tank ist voll. Oh. Wie schnell fährt er da vorne? 130 mit dem Wohnwagen? Das kannst du machen. Macht aber keinen Spaß. Und bremsen kannst du da auch nicht mehr. Also je nachdem, was du davor hast. Und vor allen Dingen schluckt der Sprit da. Also ich habe einen 4 Meter Wohnwagen, hat mein Auto einen Mehrverbrauch von Unterschied 80 bis 100 km/h. Mehrverbrauch von 3 oder 4 Litern. 3 glaube ich. Von 9 auf 12. Also im Vergleich, ob du jetzt mit 80 km/h mit Wohnwagen fährst oder mit 100 km/h. Daher nicht empfehlenswert mit über 100. Allein schon vom wirtschaftlichen her. Weil du hast die 100 erreicht und dann kannst du quasi schon wieder eine Tränke fahren, weil dann ist die Karre schon wieder leer. Deswegen kann ich nicht empfehlen, so schnell zu fahren. Von der Sicherheit mal abgesehen. Da sind die Dinger nicht für ausgelegt. Und wenn der dir bei 100, 120 Sachen wegfliegt, dann ist vorbei. Schon seit 4 Stunden, nein, wir haben 20 halbe Stunden Pause gemacht.
3,5 Stunden am LKW fahren. Das Spiel, das frisst die Zeit. Da kommst du gar nicht hinter, so schnell geht das. Man muss auch mal Krach machen. Grad Außentemperatur. Hier wieder schön Olivenbäume. Gehe ich mal von aus, dass es Olivenbäume sind. Da hinten steht Raps. Wächst in Italien Raps? Könnte sein. Er fährt Ziegelsteine durch die Gegend. Das sind 4 Euro Paletten Ziegelsteine. Das darf der doch gar nicht tragen. Oder? Er schleift auch in den Rathäusern. Oder 4 Euro, weil es sein, das ist der große 5-Tonner. Aber das war's, glaube ich, nicht. Tarent. Gehen wir in Tarent auf eine Fähre? Könnte sein. Bari Nord, Bari Süd, Taranto. Wir fahren nach Taranto. Richtig, Taranto. Guck mal, da wollen sie eine Brücke bauen. Das ist bestimmt eine Autobahnbaustelle da oben. Keep right? Hier rechts runter. Okay. Multipass. 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 Auf. Multipass. Fahren wir doch nach Bari und in Bari auf die Fähre. Könnte sein. Tarent ist weiter oben, glaube ich, ne? Glaube ich, bin mir jetzt auch nicht sicher. Erster Aufenthalt in Bari, das ist Stadt Nummer 7. Dann fahre ich jetzt weiter. Ach, habe ich zweimal jetzt bezahlen dürfen, oder was? Arschgeigen. Das hat zweimal Bing 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 gemacht. Die haben mich bestimmt zweimal abkassiert, die Säcke. Also einmal okay, weil ich ja rübergerutscht bin, aber... Quatsch, hier noch gar nicht, eine weiter. Der Hafen schon, oder? Das sieht aus wie der Hafen da rechts. Turn right. Ja, da. Marina und Terminal Container. Schönen großen Bogen. Guck mal. Go straight. Ach, da vorne rein, okay. Ja. Ah, rechts, links geht auch nicht. Okay. Varco della Vittoria, Porto. Konnte ich nicht mehr lesen. Porto irgendwas. Der Porto von. Von diesem Auto. Servizio, müssen wir tanken? Nö, Sprit reicht noch. Locker. Aber ein Kreisverkehr. Alles eingemauert, aber ein Kreisverkehr. At the roundabout, take the third exit. The third exit? Aye, aye, sir. Wer sitzt in deiner Mitte? Der Master of Roundabout? Whee. Exit now. Jojo, Mukwi. Da ist die Fähre. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Stunden die fährt. Müssen wir lang? Da lang.
Oh. Oh. Ich kaufe mir gleich das neue Lenkrad. Das reicht mir jetzt. Was soll der Gewackel hier? Das geht mir so auf die Nerven. Was? So. Igoumenitsa? Hier rein? Der muss wohl, wa? Ah ja, klar, wir fahren ja erstmal, natürlich, wir müssen erstmal nach Mazedonien rüber. Let's find a new route. Das ist ja noch nicht mal die Fähre nach Israel. Ich dachte, wir wären schon auf der Fähre nach Israel. Das sind auch 20 Stunden, wa? Ist auch ganz ordentlich. Aufbrechen. Und dann einmal durch Griechenland durch. Rerouting. Sorry. Soru? Sjohu? Keine Ahnung. Estland. Lettland, Estland. Finding new route. Oh, cool. So, wir sind in Greeke. Ich glaube, Greeke heißt Griechenland. Was war das? Okay. Es klang, als wenn hier gerade was explodiert ist. Was ist denn das hier für eine... Achso, okay, hier muss ich lang. Er bringt Bäume nach Italien. Die Italiener haben keine eigenen Bäume. Welcome to Hellas! Jawohl. Wo müssen wir lang? Geradeaus? Ja. Hier ist 80, ne? Ja, ist gut. Exit. Ja, das darüber kann ich nicht lesen. Haben die ihre Schilder alle mit, auch mit europäischen Buchstaben? Oder was sind das denn? Lateinische, ne? Nick. Doch, lateinische Buchstaben. Haben die auch mit lateinischen Buchstaben beschriftet oder nur mit griechischen? So, es sieht jetzt hier aus wie in Italien, nur bergiger. Ah ja, ist alles doppelt beschriftet. Schön. Sehr schön. Da ist er wieder, der 143er Scania. Ne, doch nicht, ist ein R. Ich dachte, das wäre wieder 143er. Wollte ich schnell erwähnen, dass mich das Lenkrad aufregt? Ich kaufe gleich ein neues. Jetzt ist es soweit, jetzt habe ich keinen Nerv mehr da drauf. Mal gucken, vielleicht kann ich es auch für Armor und für War Thunder nutzen. Also für Armor auf jeden Fall. Vielleicht auch für War Thunder. Da muss ich mir nochmal... Vielleicht geht das ja. Vielleicht kann man da auch Panzer mitfahren. Das wäre cool. Panzer mit Gaspedal und Lenkrad fahren und mit der Maus schießen. Das wäre schon geil. Mal gucken, ob das geht. Gut, Schaltung hast du. Doch, schalten könntest du dann auch noch mit den Schaltwippen. Ja, ich werde das mal gucken, ob das geht. Wobei da wahrscheinlich wieder das Problem auftritt mit der Doppelbelegung, dass ich dann meine Ruderpedale sowohl fürs Schalten, fürs Gas geben als auch fürs Fliegen bräuchte. Naja, das muss ich mal ausprobieren. Aber erst wenn das Neue da ist, was dann gleich bestellt wird, wenn wir in Israel angekommen sind. Ach so, wahrscheinlich wegen, wenn der Tunnel mal gestört oder gesperrt ist, dann haben sie da Ampeln. Können sie verhindern, dass du da reinfährst. Da waren sie wieder, die Kreditzinsen. Alle meine Sorgen. ...60 km/h. Zoll! Rein nach Mazedonien? Oder rein... Ja, rein nach Mazedonien jetzt, wa? Ne, ist kein Zoll, ist, kein Multipass in Griechenland? Oh, Multipass. Hier, da ist er wieder. SK. Schöner SK. Diesmal mit Kabine oben, richtig. Sehr schön. Der letzte war niedriger. Schick. Also auch noch verschiedene Modelle. Oder Modelle nicht, aber Ausführung. Finde ich sehr cool. 7 Euro. Attacke. Hellas.
auf geht's. Weiter, weiter ins Verderben. Nein, kein Verderben. Wir fahren ja keine Panzer oder sowas. Trotzdem mag ich die Musik. Wir sind schon wieder in Rom, da ist schon wieder der Eiffelturm. Aber ein anderer Eiffelturm, guck, der ist so spitz oben. Das ist bestimmt die Freiheitsstatue. Mhm. So wird das sein. Zoll? Sieht so aus, wa? Zoll. Multipass! Kein Multipass. Rückständig, das Land hat kein Multipass. Guck mal, nicht mal Zöllner, sitzt keiner drin. Ist er da drauf? Er hips? Ja, sieht so aus, wa? Also. Rigid Hull Inflatable Boats. Irgendwie sowas in der Richtung scheint das zu sein. Da kommt wieder eine SK. Diesmal wieder mit niedriger Kabine. Das könnte sogar noch was Älteres sein. Könnte auch noch ein Vorgänger davon sein. Sehr cool. Der fährt bestimmt Terminfracht. Die Gegend passt ja. Ah, nicht ganz. Die waren noch weiter unten. Da, wo wir jetzt hinfahren. Ah, der Volvo nicht genug PS, hätte von Scania gekauft. Wärst du auch mit deinen Booten, die 3 Tonnen wiegen, hier hochgekommen. Oh, Überholverbot für LKWs, war das eben auch schon? Wenn ja, dann habe ich es nicht gesehen. Jetzt geht's bergab, jetzt können wir die Automatik wieder einschalten und Tempomat. Berg hoch fahre ich dann doch lieber von Hand. Es geht besser. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das Lenkrad geht mir auf die Nerven. Das wird auch echt nicht besser. Das Interessante ist, gestern stand es nach rechts verdreht, jetzt steht es nach links verdreht. Ticket! 5,30 Euro. Multipass? Wieder kein Multipass. Hat ja noch so ein Company und Trailers Mod, den habe ich auch installiert. Und das sollen alles echte Firmen sein, die hier hochfahren. Ich kenne mal vielleicht 10%, wenn überhaupt. Ich meine, also Sachen wie DHL oder sowas, klar, das kennst du. Oder auch Varbaras, wobei ich von Varbaras habe ich bis jetzt nur die Firmen gesehen, noch nicht einen Auflieger. Aber die ganzen Speditionen, was hier alles vorbeifährt, da haben sie echt viel ausgegraben. Auch die deutschen Speditionen, die wo deutsche Schrift drauf ist, was dann ja eigentlich
nicht ganz so viele Länder sein können, wo die herkommen. Die kenne ich nicht, die Grömeisten. Finde ich aber auch nicht schlecht. Athen, wir fahren nach Athen. Ja, Athen. Oder nach Gewena? Nee, wir müssen nach Thessaloniki müssen wir hin. Thessaloniki geht's auf die Fähre. Und die Fähre bringt uns rüber nach Israel. Jawohl, ja. Wahrscheinlich sind wir pleite, wenn wir in Israel angekommen sind, weil wir so viele, weil wir so viele Kilometer fahren müssen. Also gleich mal einfach mal gucken, dass wir uns vielleicht nochmal einen zweiten Truck kaufen. Wenn wir die Kredite abgezahlt haben, vielleicht für 400.000 nochmal einen zweiten Truck kaufen. Einen richtig fetten, den wir dann fahren können. Und den hier übergeben wir dann einem Angestelltenfahrer. Das war auch wieder einmal Lenkung zu spät gegriffen. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir nämlich zwei Trucks, da verdienen wir auch nebenbei noch ein bisschen Geld. Muss mehr aufs Lenkrad gucken als sonst wohin, weil es macht, was es will. Dann verdienen wir nebenbei noch ein bisschen Kohle. Da können wir uns die langen Touren besser leisten. So meine ich. Ja, wir wollen ja nicht immer nur Kurzstrecke fahren. Aber wenn man immer nur die kurzen Touren fährt, das ist zwar, dann hast du zwar einen stetigen Geldfluss, aber so, und wenn ich dann einen Trucker habe, der nebenbei noch Kurzstrecke fährt, der ein paar Euro für mich verdient, dann kann der dafür sorgen, dass wir die Rechnung bezahlen und wir können dafür sorgen, dass wir uns LKWs kaufen können. Wir können die Welt erkunden. Also einen vernünftigen Trucker kaufen. Besorgen. Interchange. Heißt Co-Shop. Co-USOC heißt das Interchange. Geradeaus durch, Thessaloniki auf der E90. Aber wenn ich das neue, wenn ich das Lenkrad dann hab, das neue, dann testen wir mal Dirt. Dirt Rally. Dann kann ich mal richtig Dirt fahren, weil mit diesem hier kannst du das knicken. Mal gucken, ob ich das damit dann kann. Dem hier baue ich immer nur Notfälle. Fliege aus der Kurve und so. Das ist ja doof. Veroia kenne ich gar nicht, sagt mir gar nichts. Edessa sagt mir was. Atomkraftwerk haben sie auch. Ne, ist kein Atomkraftwerk, hat keinen Kühlturm. Nicht Kühlturm, hat kein. Doch, könnte ein Atomkraftwerk sein. Könnte sowas sein. Gardner KG, das habe ich auch schon mal gehört. Ach nee, da war dieser Dings da, der hieß Baumgartner, ne? Was kostet das denn in Griechenland, wenn man 6 km/h zu schnell fährt mit dem LKW? Anscheinend nix. Boom Site in Operation. Okay. Multipass? Immer noch kein Multipass. Ich glaube, ich fahre hinter dem Truck hinterher. Schön, dass die Polizei auch mal zahlen muss. Okay, also die Autos von der Polizei sind meiner Meinung nach ja als Polizei das erkannt, weil wenn du nämlich eine rote Ampel fährst und da fährt so ein Polizeiauto rum, dann musst du Strafe zahlen. Sonst sehen die das nicht unbedingt. Oder wenn du zu schnell bist und dann überholt sein. Aber bei den Mautstellen anscheinend? Nee, da müssen die auch anhalten, da müssen sie auch zahlen. Was ist das denn da? Okay. Schutz vor irgendwas? Man weiß es nicht. Thessaloniki.
Hallo Lenkrad. Ah, da ist es wieder. Komboi heißt anscheinend wirklich Kreuz oder so. Vermute ich mal, dass das ein Autobahnkreuz sein soll. Interchange. Ja, warum sollte eine Ausfahrt extra dran? Wobei. Oder heißt es einfach Ausfahrt? Interchange. Interchange ist ja was. Wie wird das benutzt? Ah, okay, es geht beides auf die A1, nur einmal links, einmal rechts, alles klar. Oder E75. Schön. So, jetzt überholen wir mal eben die Polizei hier mit einer überhöhten Geschwindigkeit von 70 km/h. Na, bleib dahinter. Das Oberlast dran? Ne. Das ist Skoda, würde ich fast behaupten. Thessaloniki, 33 Kilometer. Asianoi? Ezonoi? Ezonö? Ich versuch's gar nicht erst. Ezonoi! Ezonoi heißt das. So. Multipass? Immer noch kein Multipass. Knallhart. So. Hey! Boah! Eben war ich noch von der Schranke wegfahren. Ich hoffe, wir haben die Ladung nicht beschädigt. Nee, aber den Trailer. Shit. Ja. Komboi. Komboi. Kombö. Kann kein Griechisch. Mal gesagt, ne? Ne, das kein Griechisch kann, habe ich noch nicht gesagt. Aber bei allen anderen Sprachen habe ich es schon gesagt. Aber Griechisch kann ich übrigens auch nicht. Französisch kann ich 3 Worte. Schwedisch 2. Englisch kann ich. Keep right and then turn right. Okay, Sir. We go to Bulgaria. What? Turn Turkey? Right. Nein, ich will nach Thessaloniki. Ich will weder nach Bulgaria noch nach Turkey. Ach ne, doch nicht? Ich dachte, ich muss hier raus. Hat er nicht gerade gesagt, keep right? Dann fahren wir Cargo Care hinterher. Cargo Care kenne ich auch irgendwo her. Ist das eine rote Ampel? Nee. Keep left. Okay. Ja, wir wollen nach Thessaloniki. So eine sportliche Überleitung gewesen. Da geht's nach Exit. Was ist das für eine Stadt? Ich glaube, ich nehme nicht einsteigen. Aber nicht einsteigen ist ja in Holland. Oder in den Niederlanden. Keep right. Thessaloniki. 60. Pfiffig. Tempomato. At the roundabout. Take the first exit. Aye, aye, sir. I will, my friend. Exit now. I'm exiting now. Achso, ich soll vielleicht Fuß von der Bremse nehmen, dann fährt er besser, ne? Turn left. Turning left, yes, sir. Das sieht sehr nach Hafen aus. Da hinten scheint eine Fähre zu liegen. Color Line. Ich glaube nicht, dass es die hier gibt. Oder gibt es die Color Line oder Color Line im Mittelmeer? Ich glaube nicht. Okay, let's find a new route. Yes, sir, let's find a new route. Erstmal wollen wir jetzt Fähre fahren. Und zwar wollen wir nach Port Said.
Lemesos? Ashdod, ne? Ashdod ist, glaube ich, am sinnigsten. Port Said ist da unten. Lemesos ist auf Zypern. Ne, Ashdod war mit 37 Stunden Attacke. 2000 für eine Fähre, du. Dübel nochmal. Das ist Heldür. Never mind. I'll find a new route. Das ist Heldür. Naja. So. 115 Kilometer. 1 Stunde 44 Minuten. Das ist ja quasi um die Ecke. Gut. Auf geht's durch Israel. Mal gucken, ob wir noch durch Zoll müssen, aber das haben wir bestimmt auf der Fähre schon erledigt. Krumpel. Wo geht's denn hier raus? Hier. Quizfrage, wo fährt man in Israel? Rechts oder links? Ich fahre einfach mal rechts. Da steht auch ein Schild neben, also wird das wohl richtig sein. So, dann müssen wir hier links raus, okay. Die fahren alle auf der rechten Straßenseite, dann bleiben wir dabei bei rechts fahren. Oh komm, gib Gas! Oh, bevor der LKW kommt, komm schon. Flotti Karotti. Oh, nehme ich den Volvo da die Vorfahrt, ne? Der schöne V40. Voll in die Karre gemangelt, ne? Ja, ist er. Ich glaube, es waren V40, wenn ich es richtig gesehen habe im Spiegel. Erster Aufenthalt in Ashdod. Ja, welcome to Israel. Okay, ich versuch's gar nicht erst mehr. Das klappt sowieso nie in diesem Spiel. Was war das? Fußgänger? Hin Haifa, ne? Haifa. 80. Wir dürfen mit 80 durch, okay? Dann fahren wir 80. So. So. Was ist das? Von lesen. Naja, wir cruisen durch Israel. Schön. Da hinten fliegt ein Flugzeug. Ist noch Tee in meinem Eimer? Ja, ein bisschen ist noch drin. Das Problem ist, der Teepot ist so groß, dass er den Tracker eher verdeckt. Deswegen zucke ich dann immer, wenn ich den Tee absetze. Tel Aviv, Jaffo. Keep right and then exit right. Okay. Und da vorne ist das Ziel schon. Guck mal, wir sind fast da. Das war dann unsere erste Langstreckenfahrt, wa? Exit right. Ei, da geht's aber hoch. Ei, Düvel. Der da so hoch schleicht. Get ready to turn right. Und Gas, 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 Das ist Israel? Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Vorstellung, wie es in Israel aussieht. Wo könnte hinkommen? Ja. Tel Aviv. Stand da nicht gerade Jaffo? Hm. Egal. Check mal so eine Blocks, die gibt's überall. Könnte wohl hinkommen. Ashdod, Jaffo. Wo fahren wir denn? Fahren wir nach Jaffo? Haifa.
Fahr noch nach Haifa. Naja. Das ist die israelische Polizei. Gelbe Nummernschilder gibt's in Israel, okay. Noch ein schöner Volvo, V40. Schönes Auto. Ich mag Volvos. Und Saabs. Und Scanias. Ein Lupo. Hotel. Links, ne? Keep left and then turn ja, würde ich gerne, wenn der mir Platz macht da. Turn left. Was? Offizieller Sponsor der Bundesrepublik Deutschland. Mit israelischen Kennzeichen. Ist okay. VW-Bus. Da kann man nicht sehen. Da, VW-Bus. Schön. Mir gefällt das. Was hat er da? Er hat einen Volvo geladen. Tempo. 80, ja. Darüber. Mal rein und laufen lassen. Ah, jetzt geht's nach Haifa. Siehst du, warum mussten wir jetzt hier lang fahren und konnten nicht um Tel Aviv drumherum? Immer gut, so haben wir Tel Aviv erkundet, aber. Naja. Wir sind auf jeden Fall in Tel Aviv gewesen. Ich hab's mir hier wüstiger vorgestellt, ehrlich gesagt. Also zumindest so außerhalb der Städte. In den Städten, wie es da aussieht, keine Ahnung. Aber ich habe mir echt gedacht, das wäre wüstiger da. Da wäre mehr Wüste. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir gleich nochmal irgendwie nach Syrien hochfahren als nächstes. Ich glaube, Syrien ist hier auch mit dabei. Da ist es sicherlich wüstiger. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Netanya. Ach guck, da wird es so langsam so ein bisschen wüstig, wa? Haifa. Go straight. Straight ahead, yes sir. Nicht auf die Dings da, nicht auf die Raststätte. Okay. Wie Sie wünschen, Monsieur. Noch länger als ich dachte, das Stück. Da ist das Mittelmeer. Und da sind Berge. So ein süßes Windrad. Ja gut, direkt an der Küste. Brauchst wahrscheinlich nicht höher, ne? Akko. Benchean. Fahr die Kurve, Mensch. Oh, das ist immer so stark. Hier wird gleich mal das Lenkrad bestellt. Aus deiner Mitte einfach mal 3 cm fehlen. Ist ein bisschen anstrengend, ja. Hab ich das schon erwähnt? Ja, ne? Schon öfter. Mir ist was aus der Hand gefallen und auf dem Handy gelandet, auf der Tastatur gelandet. Ja, und die Leertaste habe ich anscheinend auch erwischt.
Ja! Ja. Siehste? Nicht während der Fahrt WhatsApp gucken. Auch nicht im Simulator. Es fällt dir auf die Tastatur und zieh die Handbremse an. Das böse Handy. Was ist das für eine Marke da? Das könnte. Das könnte ein Phaeton sein. Irgend sowas. Ich weiß es nicht. Das ist ein Volvo. Daneben der rote. Ach, den kann man gar nicht sehen. Hier ist ein, ja, kann ich nicht lesen. Haifa, erster Aufenthalt. Ach, guck mal hier, den gibt's ja auch hier, den Onkel. Den gibt's überall. Subse. Ne, zu Subse wollen wir auch nicht. Wir wollen zu Godo irgendwas. Holz? Hier gibt's doch gar keine Bäume. Ja, also nicht so viele. Achso, da, Holz. Kamel. Hm? Da vorne ist das Ziel. Im Hafen von Haifa. Was hier? Promods Werbung? Quality Modding Beyond Borders, Beyond Limits. Cool. Ich finde ja toll, wenn die Kamera Objekte erkennt, ne? Aber ich möchte gerne das Schild da hinten angucken und nicht, dass er mich ranzoomt, bloß weil da eine Ampel steht. Eigentlich finde ich Kamera-Clipping nie gut. Get ready to turn right. Okay. Hier vorne? Ach da, da wo das turn hier, right. Hier wo es reingeht. Boah, da muss ich überhaupt nicht. Da rumkommen muss ich ausholen. Hinter dem machen wir das. It's all over now. Yep. So, da rum. Und an die daneben müssen wir, ne? Sehe ich das richtig? Genau, an die daneben müssen wir. So, einmal ans Dock. So, das war unser Ausflug nach Israel. Also wir können ja noch wieder zurückfahren, aber das dürfte doch 59 Stunden gebraucht. Und nur 1400 lächerliche EP. Bonus für Fernfahrt, naja. Na ja gut, es war nichts Dringendes, ne? Deswegen hat das jetzt nicht so. Wie viel Cash haben wir noch? Was sagt denn meine Bank überhaupt hier? 35.000 noch, komm, den hauen wir jetzt weg. Wobei, nee, das ist zu riskant. Das ist zu riskant, da habe ich nur noch 4.000. Wenn dann mal irgendwie noch einen Unfall baue oder so ein Mist, das können wir knicken. Nachdem die letzte Folge jetzt schon eine XL-Folge war, war das dann jetzt ja wohl eine XXL-Folge. Dürfte ja, knapp 1,5 Stunden lang sein. 24 und 56 Sekunden habe ich aktuell. Da ist das Outro noch nicht mit drin. Also so 1,25, 1,26. Ja. Ich hätte jetzt schneiden können auf der Fähre eventuell. Dann wären es 35 Minuten oder 34 Minuten und nochmal eine knappe Stunde geworden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr besser findet. Entweder lieber eine lange Folge, die Tour in einem durch, oder die Folge dann aufteilen auf 2 Tage, das ist dann quasi, ja, da muss ich halt einen Punkt suchen, wo ich sinnvoll schneiden kann, idealerweise ein Parkplatz, eine Fähre, irgendwie sowas.
damit es auch ordentlich aussieht. Ich meine, gut, bei so langen Touren musst du irgendwo zwischendurch sowieso mal Pause machen. Muss ich mir dann halt angucken. Naja. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch auf Twitch. Ich streame ja auch viele andere Dinge.